Welcome to Crony's YouTube channel. Leave a like. Yo, wunderschönen guten Tag, meine Sprüngspritzer, Crony am Start und joho, wir sind wieder auf CSGO Haus zurück. Und jo Männer, wir werden heute auf jeden Fall nur die Slots machen. Die Case Openings haben uns letztes Mal echt enttäuscht. Die haben uns wirklich im Herzen wehgetan. Deswegen wird es auf jeden Fall heute Slots geben. Da habe ich nämlich auch das Gefühl, dass wir da mal einen Plus machen könnten. Dass wir hier wirklich mal mit einem fetten Plus rausgehen. Und als Co-Piloten haben wir hier den Torjo mit dabei. Yo, was geht ab, Männers? Und ich probiere jetzt mal einen Trick. Case Opening kostet aktuell 575. Das ist der Durchschnitt des Markt-Item-Werts. Und jetzt tun wir mal versuchen, hier bei Slots immer mit 575 reinzugehen. Da könnte ein Trick sein, der könnte clever sein, oder? Nicht. Ich glaube auch nicht, aber ja, wir gucken mal. Oh, jo. Oh, jetzt hier direkt am, oh, ja, direkt am Anfang, du. Machen wir hier wieder 5,75. 5,75 rein da. Ja, okay, nee, das war eh nur Mist, das ist in Ordnung, das wollen wir nicht. Genau, wir haben hier insgesamt $95 gehabt und jetzt gucken wir mal, wie viel wir danach noch haben werden. Ich hoffe, 295. Das wäre cool. Oh, 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 und? Oh, Digga, 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 was? Digga, was? Digga, wollen die mich eigentlich ficken? Heftig. Nice, gezett. Ja, und da sagt mal einer, der Trick funktioniert nicht. Einfach immer das eintippen, was bei den Kisten gerade dran steht. Ja, heftig. $115, also im Plus sind wir auf jeden Fall. Geil, ein schönes M9. Lecker Schmecker! Heftig, freut mich! Und haben wir. Ah, da haben wir den nächsten! Das nächste Sahneschnittchen! Oh ja, Marble Fade, Alter. Manchmal dreht sich das so voll schnell, gell? Ja, ja. Guck mal, jetzt ist gerade Speed-Modus aktiviert. Guck mal, zack, zack, zack. Oh, geil, wir können schon nicht mehr im Plus sein, deswegen kann ich hier durchscheppern. Im Plus sein, du meinst im Minus? Im Minus sein. Oh! Oh, Digga. Ich hatte ja so gehofft. Da hätten sie dich aber verwöhnt, Alter. Da hätte ich verwöhnt, wenn ich jetzt also nochmal ein Messer ziehe, dann ist ja hier wirklich absolut überhaupt kein Scam. Also ich muss allgemein sagen, diese Folge ist kein Scam, weil wir hier Plus gemacht haben. Ja. Oh, oh ja. Die könnte es sein. Die könnte es sein und die ist es auch. Aber die, ne. Nicht. Ah, oh, hart reingebaitet, hart reingebaitet. Jetzt mal gucken, ah, nee. Jetzt gucken wir mal, komm. Komm, 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 komm. Ja? Ja. Nice. Die haben wir wieder. So, jetzt gucken wir mal, vielleicht hat der Kistenpreis sich verändert. Ja, ist gesunken um 1 Cent, weil ich hier fett was rausgesnackt habe. Deswegen gehen wir jetzt auf 574. Ja, wir belieben in den Kistenpreis. Das ist unsere neue Taktik. Yo. Ja, Digga, komm. Ja, yo. Digga, ja. Der Dragonlore Bait. Der, stell dir mal vor, Digga, da kommt zweimal die Dragonlore einfach. Knüppelart, Freunde. Heftig. Heftig, heftig, heftig. So, einmal können wir noch. Beziehungsweise zweimal, einmal günstiger. Und die haben wir wieder. Die haben wir wieder. So, können wir noch einmal mit unserer Taktik rein und danach können wir noch einmal normal rein. Na komm, na komm, na komm, na komm, na, oh, schade. Schade. Jetzt haben wir hier noch 354. Die werden auf jeden Fall auch reingezimmert. Oh, oh, auch nicht schlecht. So, Freunde, jetzt gucken wir hier wieder, was das Ganze wert ist. Ich werde aber diesmal nicht alles verkaufen. Aber wir gucken mal. Insgesamt haben wir jetzt $150. Das heißt, wir haben $50 Gewinn gemacht. Aufgrund des Messers, ja. Das ist natürlich super lecker. Das werde ich mir nachher, glaube ich, auszahlen lassen, schmecken lassen. Ich sag bis Spider-Man. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und lasst auf jeden Fall ein Like da. Würde mich mega, mega, mega freuen. Schaut beim Jordan vorbei. Und Schlusswort geht auch an den. Bis Spider-Man. Yo, da ist der Live-Drop gekommen. Zum zweiten Mal schon mal, Crony. Ja, also das ist ja hier schon für mich der Baiting pur. Ja, haut da rein, Boys. Oder so. Warte, bist du hast du schon angenommen? Nein, nee, warte. Ich nehme jetzt Angebot senden, damit. Oh, 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 das wird richtig knapp. Come on, ich gehe jetzt direkt rein. Okay, ich habe jetzt auch angenommen. Your trade offer. Lol, accept cases. Ich komme jetzt rein mit 100 Dollar. Oh, Digga. Und ich